Medienpädagogik im Kindergarten. Das ist Marianne. Sie ist Pädagogin der Kindergartengruppe Fledermäuse. Besonders gerne liest sie mit den Kindern Bücher und geht mit ihnen in die Natur. Die Gruppe ist sehr interessiert an Tieren, vor allem an den Geräuschen, die sie erzeugen. Auch ausgestorbene Tiere sind ein großes Thema. Die Bücher für Dinosaurier sind leider oft vergriffen. Und viele der Insekten unter der Erde sind nur schwer zu entdecken. Außerdem ist es immer schwierig herauszufinden, wie Tiere klingen, die nicht heimisch sind. Zu Hause muss Marianne immer noch viel recherchieren, zum Beispiel den Ruf des Kiwivogels. Auch Wurzeln und Aufbau von Pflanzen würde Marianne oft gerne genauer herzeigen, aber dazu fehlt das passende Material im Kindergarten. Die Anschaffung neuer Medien für den Kindergarten kann hier Abhilfe schaffen. Mit dem Internet verbundene Tablets erleichtern die Recherche, elektronische Mikroskope ermöglichen ungeahnte Einblicke und in digitalen Bilderbüchern scheint es, als würden Dinosaurier wieder zum Leben erwachen. Darum sind bereits im elementarpädagogischen Bereich moderne Medien essentiell. Pädagoginnen können in der Gruppe individuell und genau zum Zeitpunkt des Interesses den Fragen der Kinder nachgehen und ihnen so neue, spannende Entdeckungen aus den unterschiedlichsten Bereichen ermöglichen. Die Kinder sehen am Vorbild der Pädagogin, wie die digitalen und elektronischen Geräte als Werkzeuge verwendet werden können. Marianne braucht nicht mehr zu Hause mit ihren eigenen Geräten recherchieren und alles mitbringen, sondern hat alles direkt in ihrer Gruppe zur Hand. Die Kinder sind jetzt nach der Anschaffung der Geräte immer noch viel im Garten unterwegs. Sie setzen Pflanzen ein, ernten Früchte und beobachten Insekten. Allerdings wird bei besonders spannenden Fundstücken das elektronische Mikroskop ausgepackt und danach manchmal noch am Tablet recherchiert, was denn zum Beispiel der Maulwurf für ein Geräusch macht. In der Gruppe spielt Marianne Tierstimmen, die gerade von Interesse sind, am Tablet ab und die Kinder haben eine große Freude daran, sie nachzumachen und selbst welche aufzunehmen. Am Medienkindergarten finden Sie viele praktische Ideen für die Arbeit mit Medien in der Gruppe, aber auch Hintergrundinformationen aus medienpädagogischen Bereichen. Wir vom Wiener Bildungsserver freuen uns auf Ihren Besuch am Medienkindergarten.